zwei, drei, vier. Habt ihr gehört die Mordgeschichte, die vor kurzem ist geschehen? Robert Blum, den treuen Streiter, den sah man mutig kämpfend untergehen. Er stritt nur für unsere Freiheit und für unser aller Recht. Und jeder war bei ihm als Bruder, und keiner war bei ihm als Knecht. Und jeder war bei ihm als Bruder, keiner war bei ihm als Knecht. Die schweren Ketten rasseln an den Händen, ein treuer Freund steht bei ihm allein. Die Henkersknechte bei trüben Lampenscheinen flüstern das Urteil leis ins Ohr hinein. Es war dann um die sechste Stunde, öffnet sich das Brigittenauer-Tor. Die Hand am Rücken festgebunden, tritt Robert Blum mit stolzem Schritt hervor. Die Hand am Rücken festgebunden, tritt Robert Blum mit stolzem Schritt hervor. Bereit zu sterben, ich geb mein Leben für die Freiheit hin. Doch eines liegt mir schwer am Herzen, mein heißgeliebtes Weib, mein Kind. Der erste Schuss traf ihn in die Schläfe, die zweite Kugel sein Herz zum Ruhm. So starb der kühne Freiheitskämpfer, der treue Robert Blum. So starb der kühnste Freiheitsstreiter, der allertreueste Robert Blum.